Also das Stück heißt Lebensadern, wurde zur Einweihung 2010 fertiggestellt erstmals. Ich habe es jetzt dieses Jahr, also letztes Jahr 2020 im Sommer restauriert. Hauptelemente sind Holz und Glas und es ist entstanden aus einerseits diese Idee einer Dynamik, also wirklich eine abstrakte Dynamik abzubilden, diese Lebensadern, also wirklich einen Abschnitt einer Bewegung und dann diese enge Vernetzung von Holz und Glas im Bayerischen Wald, also speziell auch in Frauenau, als traditionelle Gewerke, die wirklich auch die Lebensadern dieses Ortes und anderer Orte sind. Also das ist einmal die Holzwirtschaft und dann eben das Glas, die Glashütten. Und deswegen auch hier diese roten Gläser, also die massiv rot gezogenen Glashörner oder Glaszapfen. Und das Holz ist wirklich auch hier direkt immer frisch aus dem Wald geholt wurde, mit viel Unterstützung des Bauhofs oder sonstiger, also vom Poschinger haben wir Holz gekriegt. Also wirklich eine schöne Zusammenarbeit mit den Menschen vor Ort.